Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute machen wir etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, denn wir schauen heute einmal in das Traders Magazin hinein. Und in der aktuellen Ausgabe des Traders ist ein, wie ich finde, sensationelles Interview enthalten und das will ich euch nicht vorenthalten und möchte euch das heute mal vorstellen. Deswegen heute mal wieder einen Traders Review hier auf Optionsstrategien TV. Also, aktuelle Ausgabe des Traders Magazin, das heißt, das ist die Ausgabe September 2016 und ich nehme es gleich vorweg. Jeder, der Optionen handelt, jeder, der sich mit Börse beschäftigt, sollte sich dieses Heft kaufen. Also Lothar, Herausgeber des Traders Magazins, wenn du das siehst, du kannst mich jetzt hier als deinen besten Verkäufer in diesem Monat sehen, kauft euch diese aktuelle Ausgabe und lest das Interview mit Tom Sosnoff. Es sind ja immer, in jeder Ausgabe des Traders ist ja immer ein Interview dabei und das letzte Mal, als ich von einem Interview wirklich sehr, sehr begeistert war, das war von Joe Ross. Haben wir, glaube ich, damals noch auf dem Tradermacher-Kanal vorgestellt. Und dieses Mal eben dieses Interview hier mit Tom Sosnoff. Und das ist etwas, was mich wirklich begeistert hat. Und zwar aus folgendem Grund. Hier sagt jemand im Grunde genommen zu allem, was üblich ist an den Finanzmärkten, das ist großer Mist, wir machen genau das Gegenteil. Jetzt könnte man ja sagen, okay, einer, der ein bisschen schlau daherredet, aber jetzt ist Tom Sosnoff, auch wenn der Name den meisten vielleicht nicht sagt, nicht etwa irgendjemand, der dahergelaufen ist und der keine Ahnung hätte, sondern der Mann hat richtig, richtig viel Ahnung und er zeigt auch, dass man an der Börse wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Kurze Geschichte, wer ist Tom Sosnoff überhaupt? Tom Sosnoff ist ein ehemaliger Parketthändler auf dem Parkett der CBOE, also auf der Chicago Optionsbörse, da hat er angefangen und er hat dann später einen Broker gegründet und zwar Sink or Swim. Kennen die meisten von euch für uns als deutsche Kunden aktuell nicht handelbar und ich habe Tom Sosnoff schon vor vielen, vielen Jahren einmal kennengelernt, als ich in den USA war, in Chicago damals, als es nämlich, als ihm noch die Firma Sink or Swim gehörte. Und wie ist er reich geworden? Er ist wirklich reich geworden mit dem Verkauf dieses Brokers, denn er hat ihn zusammen mit seinen Partnern oder mit seinen Partnern für mehrere hundert Millionen Dollar an TD Ameritrade verkauft. Und wenn du dich also mit Tom unterhältst, dann unterhältst du dich mit einem wirklichen Multimillionär. Also ich jetzt mal, der Tom, der ist gute 100 Millionen Minimum schwer und ist aber wirklich ein super netter Typ. Wir haben erst letzte Woche miteinander telefoniert. Warum, erzähle ich euch am Ende dieses Videos. Und dieses Interview ist wirklich sensationell, weil es eben mit ganz, ganz vielen Vorurteilen aufräumt. Und mir gefallen immer Interviews von Menschen, die aus der Praxis kommen und die ihr eigenes Trading erlebt haben und die aber auch sehr, sehr viel in der ganzen Industrie kennengelernt haben. So, und ich habe hier, ich zeige es euch mal ganz kurz. Also ich habe hier wirklich, vielleicht kann man das in der Kamera erkennen, vielleicht ein bisschen weit weg. Ich habe hier ganz, ganz vieles mir angemarkert und grün unterstrichen und ich will euch bloß mal so ein paar Aussagen geben. Wie gehen Sie vor, um sich einen Vorteil am Markt zu verschaffen? Da sagt er natürlich was. Der erste Schritt ist, überhaupt erst einmal Optionen zu handeln. Was ich hier meine, sind Short Calls und Short Puts, also das Schreiben von Optionen und nicht der Kauf von Optionen, was die meisten Einsteiger machen würden. Jetzt ist es ja so, in den USA werden Optionen viel mehr gehandelt als bei uns und da kaufen tatsächlich die meisten Leute, die kaufen Optionen. Bei uns ist der Optionsmarkt ja sehr überschaubar und ich bin wirklich stolz darauf, dass wir da auch ein bisschen dazu beitragen, dass das größer wird. Und bei uns fangen die meisten schon mit dem Verkauf von Optionen an. Aber das ist also erstmal eine gute Sache. Was sagt er denn im Grunde hier? Hol dir einen Edge am Markt. Und der Verkauf von Optionen ist ein grundsätzlicher Edge, also ein Vorteil. So, nächste Sache, die ich mir unterstrichen habe. Statt also eine kleine Chance auf einen großen Gewinn zu wahren, sollte man lieber eine größere Chance auf einen kleinen bis moderaten Gewinn nutzen. Damit steigt unsere Erfolgsquote auf rund 80%. Herausgerissen jetzt aus dem Text, aber
Auch so eine Aussage. Die meisten Trading-Anfänger, egal was sie handeln, sind immer auf der Suche nach dem ganz, ganz großen Jackpot. Die eine Aktie finden, die mich reich macht. Der eine DAX-Trade, der mich reich macht. Was nie passieren wird. Sondern wenn man an der Börse Geld verdienen will, langfristig Geld verdienen will, stabil Geld verdienen will, dann heißt das Gewinne akkumulieren. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Genauso wie es jede andere Firma macht. Apple ist nicht die größte Firma der Welt geworden von der Marktkapitalisierung her, weil sie den einen Supercomputer gekauft haben, sondern weil sie von einem sehr, sehr guten Produkt extrem viele verkauft haben. So, und da war jetzt eben die Marge nicht an einem Produkt eine Milliarde, sondern eben ein paar hundert Dollar. Das haben sie aber eben millionenfach gemacht und damit haben sie so viel Geld verdient. Ein ganz einfaches Wirtschaftsprinzip, was wir ins Trading übernehmen können. Hier auch sowas. Handeln Sie nur an den US-Optionsmärkten. Leider ja, es ist der einzig wirklich liquide Markt der Welt. Viele andere Länder haben keinen liquiden Derivatemarkt wie unseren, obwohl es machbar wäre. Also auch hier, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, ich handle auch gerne Eurex-Optionen und das kann man schon machen und so weiter. Die wirklichen Profis, die wissen, wo man handelt. Und das ist nun mal nicht die Eurex, sondern das sind die USA. Und was mir eben einfach gefällt an seinem Interview, deswegen ihr seht, ich bin ein bisschen begeistert, ist einfach, wenn jemand, der wirklich unabhängig ist, das heißt finanziell unabhängig, der hat seine eigene Firma, ihr wisst, dem gehört Tasty Trade, dem gehört Dough, also was wir auch ja sehr, sehr gerne nutzen, und der natürlich auch mal eben 100 Millionen auf dem Konto liegen hat, der muss sich ja von niemandem mehr den Mund verbieten lassen, der muss nicht politisch korrekt sein, der muss nicht so tun wie, ja, das ist alles gut und schön. Nein, der kann frei von der Leber weg reden und das macht er auch. Und das ist super erfrischend an dem und deswegen knallt er eben auch hier so ein paar Dinge hin. Ich will euch mal am Ende noch ein paar sagen, die wirklich kontrovers sind, denen ich auch nicht zu 100% zustimme. Aber hier ist mal jemand, der sagt, das ist meine Meinung, friss oder stirb. Akzeptiere es, aber ich rede nicht um den heißen Brei herum. Hör zu. Wie schaut es mit anderen Instrumenten und Märkten aus, Futures, Aktien, Währungen? So, und jetzt sagt er eben, also dass er eben das für nicht sonderlich sinnvoll hält. Und was den direktionalen Forex-Handel angeht, würde ich es noch deutlicher sagen. Es ist völlig unmöglich, hier auf Dauer profitabel zu traden. Oh, 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 oh. Wir werden jetzt viele kommen, werden sagen, natürlich, ich bin doch der lebende Beweis. Überlegt euch aber Folgendes. Wenn jemand seit 30 Jahren in dem Business ist und Tausende und Abertausende und Abertausende Kunden gesehen hat, wie die traden, gesehen hat, wie die handeln, was die für Ergebnisse haben, der wirklich in allen Bereichen des Marktes auch selbst unterwegs war. Also kein Theoretiker. Ne? Ich kann euch viel über Forex erzählen. Ich habe selber nur minimal gehandelt. Die paar Forex-Trades, die ich gemacht habe, das sind vielleicht 50 Stück. Aber jemand, der so eine Erfahrung hat, und wenn der sagt, hey, es geht einfach nicht, ne? Was sagt denn der? Der sagt ja nicht, dass es den einen oder anderen nicht oder dass es nicht den einen oder anderen gibt, der mit Gewinne macht. Auch für die Masse ist das ein Spiel, was sie nicht gewinnen kann. Deswegen Finger weg. So, und das sind Dinge, auf die man hören sollte. Der letzte Abschnitt, deswegen lese ich ihn euch vor. Auch nicht meine Meinung, ne? Aber was halten Sie vom langfristigen Investieren mit Aktien und ETFs? Und jetzt seine Antwort. Davon halte ich überhaupt nichts. Weder vom langfristigen Investieren noch vom passiven Instrumenten. Passives Investieren ist für mich eines der größten Probleme in der Finanzindustrie. Ich glaube sogar, dass passive Produkte und langfristiges Anlegen die Ursachen dafür sind, dass sich so viele Menschen so schlecht in Finanzfragen auskennen. Jetzt haben wir natürlich in den USA eine ganz andere Situation als hier bei uns in Deutschland beispielsweise. Das heißt, alles, was er jetzt hier sagt, bezieht sich natürlich extrem stark auf die USA. Und in Amerika ist es eben wahnsinnig stark verbreitet, wirklich langfristig zu investieren, aber auch sehr stumpf zu investieren. Das heißt also, es sich keine Gedanken zu machen. Wir denken immer, ah, die Amerikaner sind alle am Markt investiert, deswegen hätten die Ahnung. Ist überhaupt nichts. Es gibt ganz, ganz viele Amerikaner, die zum Beispiel mit ihren IRA-Konten, das sind ihre Rentenkonten, eine einzige Aktie kaufen, ne, und die ihr ganzes Leben lang. Wenn du dann halt eine Enron hast oder eine AEG, dann ist dein ganzes Geld futsch. Und das sieht der eben, das hat er eben gesehen über viele Jahrzehnte und sagt, hey, das ist falsch, ihr müsst es anders machen.
Ob man jetzt zwingend traden muss oder ob man langfristig investieren kann, das ist eine andere Geschichte. Wenn man es intelligent macht, bin ich nach wie vor der Meinung, ist langfristiges Investieren ganz, ganz hervorragend. Nichtsdestotrotz, für mich eines der besten Interviews, was es hier im Traders Magazin in den letzten Jahren gab. Also das letzte, was mir gefallen hat, war Joe Ross. Das hier ist wieder so ein Highlight für mich, deswegen lest es euch durch. 5 Seiten, glaube ich, sind es. Lohnt sich definitiv dafür, nur allein dafür lohnt es sich, das Magazin zu kaufen, weil man einfach ein bisschen einen anderen Blickpunkt vielleicht auf Sachen bekommt. Er sagt ja überhaupt nichts, was ihr nicht kennen würdet. Ne? Er sagt es sehr, sehr klar, sehr, sehr deutlich und ihr müsst immer den Hintergrund dieses Mannes sehen. Was wollte ich euch noch sagen? Warum habe ich mit Tom letzte Woche telefoniert? Weil wir, das darf ich an der Stelle schon sagen, ohne auf die Details einzugehen, eine Partnerschaft mit Tastytrade vereinbart haben. Wir werden also uns demnächst dann auch mal treffen, werden hier ein paar Sachen machen, wir werden ein paar Sachen von Tastytrade nach Deutschland bringen, in den deutschen Sprachraum. Das freuen wir uns sehr darüber, dass sich Tastytrade für uns entschieden hat. Und deswegen ist vielleicht meine Begeisterung auch so groß, weil ich wirklich immer der Meinung bin, man muss von den Besten der Branche lernen. Man muss mit den Besten der Branche zusammenarbeiten. Und von jemand wie Tom Sosnoff, von den Jungs von Tastytrade, das ganze Research-Term, was dahinter steht, kann man wahnsinnig viel lernen. So, das ist so eine kleine Vorabankündigung. Da kommt aber, wie gesagt, noch ein wenig mehr. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare jetzt dazu. Vor allen Dingen, bitte kommentiert das Ganze nicht, indem ihr sagt, ja, das ist alles Blödsinn, wenn ihr das Interview nicht gelesen habt. Lest es mal bitte in der Gesamtheit, also von vorne nach hinten und schreibt mir das dann. Dass es immer einzelne Punkte gibt, die diskussionswürdig sind, das steht außer Frage. Ne? Also ob man ETFs gut oder schlecht findet, ob man den Kauf von Optionen gut oder schlecht findet, das kann man alles diskutieren. Aber man soll es immer in der Gesamtheit sehen. Was ich euch jetzt genannt habe, waren so ein paar herausgerissene Brocken aus dem Ganzen. Okay, deswegen, Video ist lang genug. Ich will es auch gar nicht länger ausbauen. Schöne Wochenendlektüre. Kauft euch das Magazin Traders September-Ausgabe 2016. Sind noch andere Dinge dabei, wie immer. Aber das mit dem Interview diesmal hier, so schaut es aus, das lohnt sich diesmal aus meiner Sicht heraus wirklich. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch schon vielleicht Ideen habt, wenn ihr sagt, Mensch, das würden wir gerne von Tastytrade sehen, hier in Deutsch oder wie auch immer, schreibt mir das in die Kommentare hinein. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg an der Börse und ich werde ihn jetzt immer mal wieder rausholen, weil es auch heute so gut passt, diesen Spruch, nämlich wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.